Aussteigen. Ja. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Falls gestern die Folge ausgefallen ist, möchte ich mich entschuldigen. Wie gesagt, es hat all seine Gründe gehabt. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert um einen Tag. Aber es kann auch sein, dass die Folge tatsächlich dann passend kommt. Und ja, falls nicht, dann entschuldige ich mich dafür auf jeden Fall, dass die Folge gestern ausgefallen ist. Ich hoffe aber soweit, dass alles mit der Reihenfolge passt. Ich bin eigentlich früh genug in der Aufnahme drin. Also okay. So, steigen wir mal auf. Aus natürlich. Lagebesprechung mit Hank. Da ist der Kollege. In der letzten Folge waren wir, glaube ich, mit Kara und Alice am Vergnügungspark. Guck, was heute passiert. Schöne Aussicht, hm? Ja. Ich war sehr oft hier. Früher. Man sollte wenig weniger trinken. Aufhören zu trinken, Lieutenant. Definitiv. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Ich habe eine persönliche Frage. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Was war mit dem Selbstmord? Warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal, was ich tue, sie sind immer da. Sie weisen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Das haben wir ja schon öfters gesehen, ne? Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Ja, Abweichler. Sie wollten gar nichts. Es sind Abweichler. Ende der Geschichte. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Neutral. Was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Ich kann dich töten. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja, logisch. Sie sollten das nicht tun, Lieutenant. Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden. Und sich negativ auf ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Nichts?
Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer ein Schritt voraus, ha? Huh? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Weg freigeschaltet. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Scheiße. Ich muss nachdenken. Die Brücke. Ja, das haben wir schon wieder relativ schnell freigeschaltet. Das ging jetzt relativ schnell. Hank hat Connor leben lassen. Hm. Gut, dann machen wir weiter. Noch ist mal. Das war mir sonst zu kurz gewesen. 7. November 2038. Jericho. Technische Revolution im Stratford-Tor. Ich glaube, ich weiß, wo wir als nächstes hin sollten. Die denken auch, die Leute können behandelt werden wie so ein Stück Dreck. North, befreundet. Josh, neutral. Simon, befreundet. Nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Was habe ich gesagt? Ab in den Stratford Tower. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Gelange in den 47. Stock. Zu keiner Nachrichten sind. Okay. Ah, wer soll die Nachrichten sind da wohl? Moment. Sprechen wir mal. Hallo, Sir. Halle. Es ist alles okay. Danke. Lenke die menschliche Aufsicht auf. Scheiße. So, die Frage ist, wie machen wir das am besten? Lenke die menschliche Aufsicht. Ja, wie kriegen wir das im Idealfall hin? Sie hat eine Smartwatch, die wir vielleicht hacken könnten. Sie Wilson Emily, Tochter der Aufseherin, geht eingeschrieben an St. Rose Schule. Okay, schau mal hier. Die junge Dame heißt Elizabeth Wilson, geboren 25.03.99, Rezeptionistin, also ist 39 Jahre alt. Wenn wir jetzt 38 sind, was haben wir hier noch liegen? Die Wohnadresse. Okay. Wir wissen, wo die Tochter zur Schule geht. Wir wissen auch, wo die junge Dame wohnt. Was haben wir hier? Parkausweis. Okay. Dann wissen wir auch, wo das Auto steht.
Wir rufen mal an. Elizabeth Wilson, hallo? Schule. Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Hier gar nicht rein. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Sehr gut. Das war auch schon mal drin. So. Der erste Teil ist schon mal geschafft. So, dann würde ich sagen, machen wir hier trotzdem einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human. Und dann schauen wir uns ein bisschen weiter in diesem Gebäude um.